Ja, hallo meine Freunde und allerherzlichsten willkommen zu einem kleinen Warframe-Update-Video mit dem Ich bin Chriso. immer noch nicht Chrisso. Ich weiß, du hast gesagt, dass du ausrastest, wenn ich dich noch einmal Chriso nenne im Video. Ich Habe weiß, ich wo nicht dein Sofa vergessen. sitzt. Ich weiß es. Ganz Ich sicher. weiß, wo dein Haus wohnt. So, auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt unsere neuen Charaktere. Ihr seht es bereits, ich habe den Nykros auf Level 8 Und ich habe die mit. Valkyr. Ja, und ich Viel habe mit den. besser, Oh, viel besser. 5. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, viel besser. Kann ich mir Ganz viel. jetzt schon mein Schutzschild, mein Schild-Upgrade reinmachen? Nee, erst mit 8. Ha. Naja. Aber warte mal, dafür kann ich denn auch das hier raussetzen? Nee, das sind denn Ihr seht 7, schon, aber wir das Ding wird. mussten ein bisschen leveln. Mein Valkyr ist jetzt schon Level 7, damit wir auch ein paar von unseren Upgrades reintun können. Ja, wie ihr seht, das hier habe ich Schild und Leben und dieses Reflexionsding. Was, du hast ein Leben? Ah. So, dann haben wir jetzt hier die kleine Soma, mein Schätzlein. Mit den, hier. Nachladegeschwindigkeit, 100% Crit-Chance und dann halt noch 15 Munition, Mehrfachschuss. Und denn, was ist deine Hauptwaffe? Meine Hauptwaffe ist schon wie letztes Mal immer noch Paris, der Bogen, und meine zweite Waffe für die Kugel. Das Einzige, was mich von Waffen her bei mir geändert hat, ist meine Nahkampfwaffe. Jetzt habe ich Lecter. Halb Elektroschocker, halb Peitsche. Und Ja. bisher habe ich darauf ausgerüstet plus 60 Nahkampfschaden und extra Eisschaden. Wuhu! Ich habe die als Zweitwaffe, habe ich die Zwillingsviper. Ich weiß, das heißt Vipern, aber ich bin Viper, hört sich besser an. So, Aufsätze habe ich hier wie folgt drauf: Feuerschaden, Blitzschaden und nochmal 45% maximale Munition. Dann kommen wir auch, das ist eine neue Was ich Waffe. noch kurz dazu sagen muss bei meinem, was extrem cool ist, meine Waffe hat von Natur aus Elektroschaden. So, da ich jetzt auch noch Eisschaden drauf gemacht habe, habe ich eigentlich keinen Eisschaden an sich mehr, sondern Du hast Magnetismus. Magnetung. Ja, Magnetismus habe ich auch. Ich habe nämlich drei Sachen, kann ich auf meinen, kann ich ja ganz kurz zeigen. Hier, das ist übrigens auch gerade meine, einmal kurz bei Design. Hier, das gehört sich eigentlich normalerweise nicht so, deswegen eigentlich gehört das Ding so, wartet einmal ganz kurz. So, darauf, darauf, darauf. So gehört das Ding eigentlich normalerweise. Das ist so eine Teufelsaxt quasi. Allerdings habe ich mir halt, zack, hier einmal ganz kurz umgeändert in das Ding hier. Auf jeden Fall. Ich habe hier erstmal drauf. Zum ersten, dass ich, wenn ich jemanden getötet habe, 5% Ausdauer kriege. Also 5%. Nee, plus 5 Ausdauer meine ich. Denn hier Elektroschaden und 10%, 60% Nahkampfschaden noch dazu. Und dann habe ich hier Eisschaden und hier Feuerschaden. Wenn ich dieses, also Feuer und Blitz zusammen mache, kommt Radioaktivität raus. Und wenn ich die drei zusammen tue, kommt Feuer und Magnetismus durch die beiden raus. Eigentlich recht nice. So, dann habe ich auch einen neuen kleinen Wächter. Das ist der hier, der Carrier. Der hat normalerweise eigentlich hier die, nee, nicht die Aufsätze, die scheiße ich drauf, die ausrüsten. Hat normalerweise den hier dabei. Das ist ein Schrotflintenaufsatz. Aber ich mag den Schrotflintenaufsatz nicht, deswegen habe ich ihm hier einfach mal Sturmgewehr gegeben. Naja, der macht mir Schaden, nämlich den Ding trotzdem. Und hier, wie man sieht, meine. Naja, werdet ihr gleich sehen. Okay, dann würde ich sagen. Nein, dann würde ich sagen, leg mal los, Terminus-System. Go, go. Dum, 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 dum. Da sieht man auch schon deine. Ich würde mal kurz sagen, ich glaube, das war's mit dem. Nein, wir werden doch einmal ganz kurz im Game die Waffen vom anderen sehen, weil Ja, okay. Warte. erste Mission Terminus. Warte noch kurz. Du hast noch 30 Sekunden. Jo. Ja, da sind wir wieder. Jo, was wollen wir sagen? Diesmal ein Game? Dann zeig mal deine neue Waffe. Meine neue Waffe extremst geil. Ihr müsst dann mal auf meinen Rücken sehen. Hier könnt ihr aus seiner Sicht dann sehen. Oder hier. Ich darf mal schlagen damit. Die ist extremst cool, die Elektropeitsche. Ich habe bisher, sie hat, was auch ein echter Vorteil von ihr ist, sie hat automatisch elektrischen Elementarschaden drauf. Ich habe aber auch noch Eis- und Feuerschaden jetzt drauf gemacht. Die Mods sind, habe ich seit, hab ich jetzt direkt. Und ja, ist echt cool. Jetzt habe ich nämlich Elektroschaden und Eis und Feuer geben Explosion. Das heißt, ich habe jetzt Elektro- und Explosionsschaden. Nice. Jo, das stimmt. Und ich habe auch neue Waffen. Erstmal meinen neuen
Kollegen hier. Warte, ich gehe mal kurz ins Licht. Hier Necros. Recht geil. An der Seite sieht man auch ganz schön hier, falls du sehen möchtest, mein Emblem. Das habe ich darauf geklebt. Dann halt meine Waffe. Zuckerstange. Genau, mein Sturmgewehr hat allerdings einen Nachteil. Es ist, fängt langsam an, wird aber schnell. Und das Nachladen sieht geil aus. Er schmeißt so richtig das Magazin weg und dann zack, zack. Dann habe ich noch als Zweitwaffe habe ich neu geholt hier die Viper. Ich weiß, das Vipern, wie gesagt, schon hasse ich, aber hier mit Feuerschaden. So schnell sind 28 Schuss weg. Ja, dann halt meine Zuckerstange hier. Und ja, das war's auch. Vielleicht können wir auch dann, wir demonstrieren euch auch unsere neuen Fähigkeiten dann. Richtig nice. Und ja, dann würde ich mal sagen, ab. Let's go. Let's go. Ich habe jetzt halt gerade nicht meine ultimative Fähigkeit ausgerüstet, weil ich dafür noch. Das wolltest du doch schon letzte. Ach so, stimmt. Da wolltest du ja noch ein paar Punkte. Ja, ich dachte, das wolltest du erst noch ein bisschen leveln und dann habe ich auch genug Punkte um sie. Also, das ist jetzt eine Verteidigung. Das heißt, ich wollte das Ding schon gerade abknallen. Dann hole ich lieber mein MG raus. Ich wollte das Ding schon abknallen. Okay, ich bin auf der Seite, du auf der anderen. Ja, meine sind schon gleich tot. Sind tot. Meine Seite kommt niemand. Oh doch, da ist ein kleiner. Lol, voll daneben gedonnert. Ich mal ein bisschen Nahkampf-Action. Alles klar, mach das. Ich renn kurz hier hinten hin und hol einmal ganz kurz den Kern. Auch noch eine? Yay, nochmal Feuerschein für Pistole. Ja, Punktangriff fürs Gewehr, das heißt mein Bogen. Fuck, hinten, gucken. Achtung, Achtung, hinten ist einer. So. Oh, er hat mich geschafft. Da ist schon tot. Mein Bogen ist einfach, mein Bogen one-hitted. Richtig nice. Steh mich jetzt einfach mit Bogen hier hin. One-hit hier. Gucken wir, wo überhaupt die Gegner immer kommen. Ach, der steht da oben. Ah, lol, der glitscht da oben. Lol, ja, hab ich auch gerade gesehen. Lol, der glitscht jetzt, da oben. Jetzt nehme ich meine Minis. Ja. Stell mich jetzt einfach hier und dann kann ich wegsnipen. Da hinten. Ach, fuck, da ist der Stein noch. Das war nicht so schlau. Da hinten stehen sie. Ah, jetzt kann ich auch meine Lieblingsfähigkeit machen. Und du weißt ja, wie viele ich hier schon weggerotzt habe, ne? Und ich kann die Fähigkeit gleich einsetzen. Also das ist die letzte Fähigkeit von mir. Das ist meine Ulti. Die werde ich jetzt in der nächsten Runde einfach einmal ganz kurz zeigen. Wie gesagt, ich brauche noch ein paar Punkte, um meine Ulti reinzumachen. Damit ich halt auch noch ein bisschen Leben habe. Wie ihr seht, habe ich jetzt 340 Leben, weil ich mein Lebensupgrade reingemacht habe. Und ohne das würde ich schon relativ oft verrecken, weil mein Charakter nicht viel Schild haben kann. Obwohl yeah. Ich gleich viel Upgrades bei Leben und Schild habe, kann mein Charakter an sich nicht so viel Schild aufnehmen. Deswegen so, und jetzt werdet ihr einmal ganz kurz meine Special sehen, wenn ihr jetzt hier rauskommt. Jetzt. Ich beschwöre gefallene Gegner. Und ihr wisst ja, wie viele ich bereits Zaun gekriegt habe. Deswegen. Seht ihr ein paar, ein, zwei, ja. Wenn ihr dann auch nachher bei mir sehen werdet, habe ich so einen Entenhaken, auch echt cooles. Das sind jetzt gerade nur zwei meiner Attacken. Ich kann aber auch so einen Stoß auf den Boden machen, dadurch werden die Gegner betäubt. Und sie allein schaden. Ja, später kommt dann, ich kann euch aber sagen, was meine Ulti ist. Da gehe ich in so einen Rage-Mode, wird unsterblich kurz mal. Und hau richtig viel Schaden. Kamehameha! Oh fuck, da ist noch einer. Ja. Ja, nee, weil mein Charakter ist, so wird es auch in der Beschreibung erzählt, ist als meine Charakterin, ist ein Warframe, der halt gelernt hat, seine Wut im Kampf zu benutzen. Heißt, sie benutzt ganz ihre Wut. Und ich kann auch meinen Endhaken benutzen, um mich fortzubewegen. Was Kamehameha! Boom! Kann ich mich zum Beispiel aus dem Kampf rausziehen oder hinter oder an Gegner ran. Boom. Niemals werdet ihr den Kern vernichten. Dann töte sie. Oder ich. Ich würde meinen geilen Kuhn-Eis. Jo.
Alter, fuck it. Nope. Sorry jetzt, dass ich gerade diesen Anruf wegklicken musste, aber es läuft halt nicht immer so, wie man will. Egal. Nochmal ein Gesundheitsupgrade. Juhu. Okay, ich kann gleich wieder meine Ulti machen. Oh yeah. Wie gesagt, nächstes Mal packe ich meine Ulti auch noch rein. Wenn ich jetzt noch kaputt habe. Egal, ich rotze die weg, bevor deine Typen überhaupt rankommen. Ja, ich muss die auch erst mal spawnen. Das dauert auch noch seine Zeit. Nein, das geht in 3 Millisekunden. Ganz sicher. Oh, jetzt liegt hier noch mein Fusionskern. Ah, flammende Ladung, nochmal Feuerschaden für meine Pistole. Pistole, das habe ich dir schon gesagt, als ich es gefunden habe. Hast du gesagt, oh cool, geil, aber hast es nicht aufgesammelt. Ja, ich wusste ja nicht, wo es liegt. Egal. Jetzt habe ich für meine Kunai auch Explosion. Ich habe, nein, nicht Explosion. Ja, dann. Geil, dann habe ich Radioaktivität, weil ich habe bisher Blitz auf meinen Kunas, was man aus irgendeinem Grund nicht sieht. Dann habe ich Radioaktivität. Es wird dann richtig gut. Und Welle abgeschlossen. Turmverteidigung 1. Wollen wir kämpfen oder wollen wir Ende Kampf? Auf jeden Fall. Kampf, wir machen die jetzt fertig. Ich weiß nur nicht, von wo der kommt jetzt. Da hinten kommen welche. Da ist er. Nee, das ist, glaube ich, das ist er, glaube ich, nicht gewesen. Die sind zu schnell down. Wäre wahrscheinlich nicht so schnell down. Nee, ich hätte mich gewundert, wenn er es wäre. Vorsicht, wir sollten besser nicht weiter auf der gleichen Stelle sein, weil das vielleicht ein kleines bisschen scheiße ist. Ich will mal hier aufpassen, dass hier keiner an den Kern geht. Fuck, hier hinten sind schon welche und die ballern gerade hübsch spritzt auf den Kern drauf. Ey, ballert auf mich, nicht auf den Kern. Selbstmordansage. Ey, stimmt doch. Besser, wenn wir drauf gehen, als wenn wir die Mission jetzt hier verkacken. Wir können uns wiederbeleben. Der Kern kann nicht wiederbelebt werden. Ja, aber weißt du, woher willst du wissen, dass die Mission nicht abgebrochen wird, wenn wir beide tot sind? Ja, das ist doch immer so, dass wir uns dann wieder... Okay, wow, Welle beendet. Ja. Wahrscheinlich wird bei... Vielleicht müssen wir bis Welle 10 und dann der End... Ich weiß es nicht. Fuck, könnte sogar sein. Dass wir 10 Wellen machen müssen und dann in der 10. kommt dann der Endboss. Oder wir hätten es aus dem Grund, dass wir noch eine Welle mehr machen oder so. Ja, die Scheiße ist, ich habe gerade meine kleinen Minis. Die sind zwar recht stark und auch schnell, aber so schnell wie sie sind, verballern sie leider auch so schnell ihre Munition. Und das ist jetzt wiederum nicht so tricky. Ja. Ich komme mich hier hinten um die. Wo kämpfst du gerade vorne? Ich stehe gerade am Kern dran und versuche hier zu natzen. Nice. Ein Hoch auf den Fernkämpfer in mir. Was sind das für... Ich würde ja gerne eigentlich Bogenschütze machen und so decken, aber dafür mache ich die Gegner zu langsam fertig. Glaube ich. Aber ich kann mich versuchen, hier drauf zu stellen. Mich hier hoch zu gehen. Sogar knapp. Nein, knapp nicht. Gar nicht hier von hier aus gehen. Ja, das bringt aber nicht so viel, weil die jetzt gerade da hinten die ganze Zeit alles abknallen, während du da hinten noch dir die Eier schaukelst, Junge. Ja. Das sagen sie alle. Ja, guck auf den Kern, Junge. Der Kern hat schon gut Leben verloren. Und das hat er nicht gemacht, weil er hier nur rumgebübbelt hat. Alter. Ich brauche mehr Schild. Ja. Egal, ich kann mich wiederbeleben dann. Ja, gut. Und du, ich lieber darum, dass der Kern nicht drauf. Der Kern hat nur noch 70%. Guck mal, da muss irgendwo jemand anstehen. Ja, da hinten, ich sehe ihn. Wiederbelebung. Oh, ja. Kern. Nochmal leben. Da auf der anderen Seite ist nochmal einer. Alles klar. Geht zu ihm.
Hast du den? Ja, Welle besorgt Hücht. Nice, ich kann jetzt auch noch einmal meine Ulti machen. Ja, aber spar sie mal lieber noch auf, kurz. Weil wir wissen ja auch nicht, wann wir gegen die Endgegner kämpfen müssen. Hier liegt so viel rum, ich könnte die Ulti glatt zweimal drücken. Ja, ich drück's, wenn wir wirkliche Probleme haben. Dann drücke ich mein Ulti. Die Sniper geben mir nur ein bisschen auf die Eier. Geht auf die Eier, dass die von allen Seiten kommen. Das ist ja so ein rundes Ding, das ist nicht nur von zwei Seiten. Ja, aber das wäre dann ja auch zu easy. Ja, aber ey, du kannst ja nicht, einfach nicht alles abdecken gleichzeitig. Das soll ja eben gerade, ja, das Schwierige dran sein, dass man halt eben auch ein bisschen was machen muss. Welle besiegt, ja, neunte Welle war das jetzt, glaube ich, ne? Scheiße, ich habe auch gleich keine Muni mehr. Also ich habe, glaube ich, noch genug. Also ich habe von meinen Schurken noch über 100 von dem her. Oh, hier ist ein Schutzschild, Fuzzi. Oh, er ist tot. Oh, da ist ein Schutzschild, Fuzzi. Oh, verdammt. Lol, Raketenwerfer, Fuzzi. Tot. Kommst du von da? Jetzt soll ich doch zuerst... Und dabei haben wir schon so starke Waffen. Ja, man merkt schon, dass das schon relativ hohes Niveau an Tag liegt. Ich brauche auch nur zwei oder drei Shurikens. Und da ist so ziemlich jeder Gegner platt. Ah, hier ist einer. Ist noch ein. Was ist denn? Okay, irgendwas ist Level up gegangen. Geguckt, jetzt sind ja zumindest alle, die direkt am Kern standen, sind jetzt tot. Gut, dann. Ah, jetzt können wir weitermachen oder. Das Ding annehmen. Das Ding annehmen, sagst du? Wir können ja das oder das machen. Was nehmen wir? Sag du schnell. Das annehmen da. Alles klar, annehmen. Wir wollen das ja nicht noch. Oh mein Gott, man merkt, wer gerade. Wie viel Erfahrung wir jetzt gerade gekriegt haben, Alter. Ja, das ist Hammer. Wollen wir das, wir können, lass das gleich nochmal, ja, wollte ich gerade sagen, lass das gleich nochmal machen, Alter. Du hast ein bisschen mehr Schaden als ich gemacht. Und du hast deutlich weniger Schaden erlitten. Ja. Gut, warte, dann kann ich jetzt ja schon mal auf Mods gehen. Oh, und du hast dann 2% mehr Genauigkeit als ich. Ja, ich muss auch nochmal ein bisschen hoch machen. Ja, jetzt werde ich erstmal meine ganzen Mods, die ich jetzt halt hier doppelt habe, hier 60er zum Beispiel, den jetzt hier einmal fusionieren mit dem und dann wird das schon gehen. So 10er und 5er, also der 10er. Und ich sage euch beim Fusionieren immer auf den klicken, der mehr hat am Anfang. Weil sonst vernichtet ihr den, der mehr hat. Also wenn ihr nicht auf den, der mehr hat, klickt, sondern auf den, der weniger hat. Ihr seht es gerade, ich habe schon 45% Elektrizität schon, jetzt kriege ich noch Feuerschaden dazu. Aber jetzt erstmal mache ich den Feuerschaden hoch. Weil meine Kuna sind das, was ich am meisten benutze, deswegen ich die auch gerne am stärksten hätte. Deswegen seht ihr gerade, ich benutze das, was ich nicht brauche, einfach rein in die Fusion. Gerade das mache ich nicht. Ja, erstmal die Fusionskerne natürlich, aber... Das da brauche ich nicht. Ihr seht, wie viele Mods ich jetzt gerade zusammengesammelt habe. Und den größten auch benutze ich auch davon nicht. Teilweise, weil ich sie nicht reintun kann und teilweise, weil ich sie einfach nicht brauche. Meistens, weil er sie nicht reintun kann. Ja, die meisten Sachen habe ich noch für meine Nahkampfwaffe, aber für die ist halt auch noch das niedrigste Level. Das ist halt... Feuerschaden. So schnell kann es gehen. Ja, ich bin jetzt ja auch gerade nochmal.